Über die moderne Zahnarztpraxis von Dr. Matiola und Partner in Wohlen, die für ihr herausragendes Leistungsniveau bekannt ist, hat vor kurzem das Fernsehen in einer informativen Zusammenfassung berichtet. In der renommierten Zahnarztpraxis werden die zum vorgeplanten Termin erscheinenden Patienten freundlich empfangen, in einer entspannten Wohlfühlatmosphäre geschmackvoll gestalteter, großzügiger Räumlichkeiten. Welche Schwerpunkte sind bei Dr. Matiola maßgebend für die erfolgreiche Behandlung seiner Patienten? Das sind drei. Das ist, dass der Patient mich mal kennenlernt oder unsere Praxis, dass er sich äußern kann, was ist sein Wunsch. Und wir besprechen können, was können wir? Können wir diesen Wunsch erfüllen? Das ist sicher das Wichtigste am Anfang. Können wir das erreichen? Das zweite ist das Ausführen, die Therapie. Und der dritte wichtige Punkt, das ist die Nachsorge. Jede Arbeit, sei sie auch noch so schön gemacht, bedarf einer Nachsorge. Es muss gepflegt werden, nicht von der Dentalhygieniker, vom Patienten, die tägliche Pflege. Und das ist der dritte Eckpfeiler, dass etwas langfristig, nachhaltig auch funktioniert. Behandlungskonzept und Geräteausstattung entsprechen in der Praxis Dr. Matiola dem neuesten Stand der zahnmedizinischen Erkenntnisse. Mit hoher Fachkompetenz wird hier von der umfassenden Anamnese und Befundung bis zu den abgestimmten Behandlungsschritten das Ziel einer dauerhaften, von Ästhetik geprägten Gesunderhaltung des Gebisses erreicht. Wertvolle Erkenntnisse dazu liefern die modernen, durch Panorama-Röntgen gewonnenen, hochauflösenden Aufnahmen. Welche Bereiche der Zahnmedizin werden in der Praxis von Dr. Matiola abgedeckt? Wir decken eigentlich das gesamte Spektrum der Zahnmedizin ab, außer Kieferorthopädie. Da haben wir einen sehr kompetenten Kollegen in der Nähe, der die Spangen dann macht. Das ist von der Behandlung von Kindern über die Behandlung von Füllungen, also Füllungen durchführen, Wurzelbehandlungen. Das Spezialgebiet liegt eigentlich in der rekonstruktiven Zahnmedizin, wie bereits schon erwähnt. Und das ist die Rekonstruktion eines Einzelzahnes, sei es ein schwieriger oder einfacher Zahn, bis zur Rekonstruktion einer gesamten Mundhöhle. Mit Implantate, ohne Implantate, konventionell, abnehmbar oder festsitzend. Die chirurgischen Aspekte, also die ganze Chirurgie, die gehört eigentlich auch dazu. Das ist die Vorbehandlung, chirurgisch oder auch mit der Dentalhygieniker, also konventionell, nicht invasiv. Und dann die Vorbehandlung punkto Implantate, Knochenaufbau, das gehört alles dazu. In der Implantattherapie werden auch besonders anspruchsvolle Behandlungsnotwendigkeiten mit einem höchsten Maß an Präzision und Ästhetik sicher gehandhabt. Durch die im Praxisteam gut zusammenarbeitenden, sehr erfahrenen Spezialisten für die Ausarbeitung eines präzisen Behandlungsplans. Das ist natürlich ein Glück, dass wir in der Praxis unter dem Praxisteam oder mit dem Praxisteam eine sehr gute Zusammenarbeit haben. Es wird viel diskutiert, wir haben regelmäßige Staffs und Fort- und Weiterbildungen. Und wir pflegen das, wir pflegen die Diskussion in der Praxis und das ist sicher etwas Wichtiges. Von dieser Praxis eines konstruktiven Teamworks profitieren vor allem die Patienten, für die aufgrund schwieriger Befunde eine besonders diffizile Behandlungsplanung ausgearbeitet werden muss. Denn nicht immer können Implantate ohne eine spezielle Vorbehandlung insertiert werden. Die Schwerpunkte liegen meistens in der Augmentation von Knochen, also Knochenaufbauten und Implantate. Sei das Ästhetik, Weichteile, rundum Implantate. Das sind eigentlich die Vortragsthemen. Das ist eigentlich auch das, was mich am meisten beschäftigt. Und so kommen auch die hier im Team arbeitenden erfahrenen Zahnärzte zu einer Übereinstimmung über die notwendigen Behandlungsschritte, zum Beispiel bei den kompliziertesten Arbeiten in Vollkeramik. Man macht eine Aufnahme mit der Digitalkamera, dann wird das herausgeschliffen aus einem Keramikblock und das kann man, dieses Werkstück, das ist hochwertige Keramik, kann man dann einsetzen und das alles in einer Sitzung. Die Passung war früher eher ein Problem, also ich habe vor 20 Jahren, circa 20 Jahren mit diesem System begonnen,
zu arbeiten. Mittlerweile ist das etwas, was im Bereich von 30, 50 Mikron, also Tausendstel Millimeter, passt. Diese Hightech-Perfektion in der Passgenauigkeit ist nur möglich mit Hilfe hochauflösender Computeranimationen, die eine genaue Begutachtung aus allen Perspektiven ermöglichen. Vorausschauende Patienten suchen der Notwendigkeit eines Zahnersatzes und damit verbundenen aufwendigen Eingriffen durch eine Vorbeugung zu entgehen, indem sie die vielfältigen Möglichkeiten einer professionellen Mundhygiene nutzen. Bemühen sich in der Praxis Dr. Mattiola bestens qualifizierte Dentalhygienikerinnen mit professionellen Vollreinigungen, einschließlich Zahnsteinentfernung, dem Abstrahlen der Zahnoberflächen sowie dem Polieren und Fluoridieren der Zähne. So ein Problem, was ich habe vor 20 Jahren, circa 20 Jahren mit diesem System